Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Night of the Rabbit. Jo, als allererstes schauen wir mal hier nochmal so ein bisschen nach. Und zwar im Tagebuch. Was immer noch für mich total durcheinander ist, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. So, okay, wir scrollen mal ein bisschen runter. Das kennen wir schon, das kennen wir, das können wir, das können wir. So, das ist, glaube ich, noch neu für uns. Ne? Jonathan Eichhorn, Mitglied des Stadtrates, erkennt den Marquis, aber der Hase scheint so... Scheint schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Mauswald gewesen zu sein. Jonathan weiß, kommt ein neuer Schüler nach Mauswald, so muss er helfen, das Würfelfest vorzubereiten. Dieses wird gefeiert, wenn der Schüler die Ausbildung abgeschlossen hat. Genau, dazu ist es natürlich unsere Aufgabe, für Essen und für Blaubeersaft, also Trinken, zu sorgen. Hier steht es auch, bevor Jerry Ausbildung beginnt, muss er Blaubeersaft für das Wipfelfest besorgen. Und wir müssen hier auch noch Einladungen schreiben. Und hier zu den Zwergen müssen wir gehen, um den Blausaft zu bekommen. Das haben wir von Anja erfahren. Und Anja ist die gute Frau, die im Café arbeitet. Oder das auch, ihr gehört das Café. Und sie macht für uns Essen. Also das ist quasi schon mal abgehakt. So, dann haben wir auf dem Weg noch einen Tierchen gefunden. Ich weiß jetzt, ich habe vergessen, was es für ein Tier war. Dieser Wanderer, dieser Reisende, für den müssen wir uns um das Boot noch kümmern, das er bestellt hatte. Und dann haben wir noch den Hubert getroffen. So ein kleines, besserwisserisches Ekelkind, was uns nicht über die Brücke lässt, ohne dass wir, ja, erstmal Geld zahlen sollen. Und wir haben so eine uralte Einladung bekommen mit einer und eine magische Briefmarke. Aber so richtig wissen wir damit dann noch nicht anzufangen, ne? So, das sind so unsere ganzen Aufgaben, die wir haben. Und momentan sind wir eigentlich noch damit beschäftigt, uns ganz Mauswald hier anzugucken und mit den Leuten zu sprechen. Hier haben wir das Café, worüber ich gerade sprach. Und hier haben wir noch Schilder. Rechts liegen die Gärten. Mhm. Klar, über die Baumwurzel geht es zum Stadtplatz. Ja, da kommen wir her. Wenn ich dem Pfad in die andere Richtung folge, komme ich zum Stadtrand. Also wir gehen jetzt zum Stadtrand, da, genau. Da sind natürlich die Gärten, das sehen wir von hier, da können wir bis jetzt auch noch nicht hin. Eine hübsche Blume, und wer ist das? Mürrischer Gartenbesitzer. Aha. Wollen wir mit dem sprechen? Weiß es nicht. Schöner Garten. Nur gucken, nichts anfassen. Mhm. Hey, ja. Du, das na ist klar. Privatbesitz. Genau, es war logisch, dass wir da so einfach nicht reinkommen. Diese große Blume ist wirklich interessant. Hey, was schnüffelst du da drüben herum? Ich bewundere nur die schöne große Blume. Ach, Blume, papalapap. Irgendwas werden wir aus diesem Garten brauchen. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Blume ist, aber irgendwann werden wir es sicherlich noch erfahren. Das ist das hier? Aha, eine Steinplatte. Okay, Jerry hat dazu nichts zu sagen. Was für eine merkwürdige Statue. Der obere Teil fehlt. Jetzt hat sie keine Augen mehr. Okay. Nemo, wir brauchen neuen Blausaft. Ja. Tja, das Fass ist wohl leer. Aber der Zapfhahn ist noch zu gebrauchen. Nimmst du den jetzt mit? Okay, wir haben einen Zapfhahn. Keine Ahnung, wozu wir den brauchen. Habe ich noch keine Idee. So, was ist das hier? Garten Schöner der Hasenfamilie? Das ist Privatbesitz. Ah. Ist ja gut. Darf ich ja auch nicht rein, oder was? Was ist denn er hier für einer? Mann, Mann, Mann. Haus der Hasenfamilie. Aber hier liegt doch einer. Können wir mit dem sprechen? Partygast, okay. Okay, rein dürfen wir schon mal. Hey, Sie. Alles in Ordnung? Hat er zu viel Blaubeersaft getrunken? Kaffee. Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Und schwupps. Die könnte noch nützlich eingepackt. Hey, hey du, was machst du da mit unserer Familienharke? Nichts. Oh, ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt sich nicht von alleine. Auch schön, wir stecken das vor seinen Augen einfach ein, anstatt wir mal vorher fragen. Oh je.
Hier, da können wir was machen. Schüssel mit Abwasch. Also können wir uns anschauen. Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Ah! Hahaha, erwischt. Ja, ja. So sind sie. So, Haus. Das sind aber viele Briefkästen. Da scheinen auch viele zu wohnen. In unserem Haus ist viel Platz. Wir haben sogar mehr Stollen als die Waldzwerge. Aber klar, die sind ja auch nur zu dritt. Ja, und ihr seid, weiß nicht wie viele, weil, ne? Hasen vermehren sich ja rasend schnell. Okay, gut. Dann war es das hier, glaube ich, erstmal soweit. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, nichts Wichtiges vor allem. Wir gehen mal weiter, weil wir müssen ja irgendwie mal zu den Zwergen auch gelangen, um uns da um den Blaubeersaft zu kümmern. Und wie wir das mit den Einladungen machen, habe ich auch überhaupt noch keine Ahnung. Ach, hier sind schon mal die Igel. Das ist auch gut. Können wir gleich nach dem Boot fragen. Aber erstmal, wie immer, ne, gucken wir uns alles an. Da ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Okay, aber Honig kann er sich da irgendwie nicht rausholen? Wie seltsam. Ich dachte, Krähen sind hier ein Problem. Vielleicht soll das abschreckend wirken? Ich weiß nicht. Fragt sich für wen. Großer Ganz Kürbis. Schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Dagegen ist so ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Ah, nee, okay. Ganz schön rund. Die anderen auch. Aber der hier besonders. Ich habe jetzt gerade eigentlich auf den Bach gedrückt, aber ich glaube, er geht dann hier einmal rum. Deswegen habe ich es wieder abgebrochen und schnell hier zu dem Kürbis raufgeklickt. Nee, damit wir hier nicht ständig hin und her laufen. Wir wollen das ja so ein bisschen systematisch abgrasen hier. Was das? Schriftbanner. Ja, jetzt geht er doch dahin. Alter! Es sieht aus wie Holz. Es riecht wie Holz. Ich glaube... Ja, ich glaube, das Haus ist aus Holz. Echt hübsch. Ja. Schreinerei der Igelbrüder. Hier sind sie immer holzlich willkommen. Da können wir sogar noch reingehen. Hier haben wir wieder lauter weitere große und verschiedene Kürbisse. Also eigentlich ist es die gleiche Art, ne? Aber sie unterscheiden sich halt von der Größe. Gott, was rede ich hier? Komischer Kürbis? Warum ist der jetzt komisch? Irgendwas an diesem Kürbis ist anders. Ja, und was? Er ist rund und groß und orange. Und? Ah, ich komme nicht drauf. Aber irgendwas ist anders an dem hier. Der Schornstein oder was? Ich weiß es nicht. Soll man damit jemanden rufen? Aber wahrscheinlich erst, wenn wir die Einladung fertig haben. Das ist das Boot. Wow, was für ein großes Blatt. Das ist ein Blattboot für Herrn Spitzweg. Leider sind wir noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Okay, was brauchen die denn? Seid ihr die Igelbrüder? Ja, die sind wir. Ja, unschwer zu erkennen, oder? Ich bin Jerry, Zauberlehrling. Herr Spitzweg hat mich geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Spitzweg wartet sicher schon seit Stunden an der Bachschleuse. Leider sind unsere Werkzeuge verschwunden. Oje. Die waren ganz neu. Da steckt bestimmt ein Grünhut dahinter. Ach, sei doch nicht albern. Unser Papa hat uns von Grünhüten erzählt. Da waren wir 4 Jahre alt. Nein, nein. Sie treiben sich ab und zu im Mauswald rum, sind unsichtbar, klauen Werkzeuge und bringen kalte Luft, sodass man sich erkältet. Das waren Märchen. Und diese kleinen Fußstapfen hier überall, sind die auch ein Märchen? Ich schau mich mal nach eurem Werkzeug um. Danke, das würde uns sehr helfen. Okay, haben wir noch eine neue Aufgabe bekommen, also Werkzeug erstmal finden, damit wir die Aufgabe mit dem Blattboot überhaupt hinkriegen. Okay, das war grüne Schrift. Hast du auch was gehört? Das war so ein Grünhut. Ja, hab ich. Ja. Ich auch. Leute, wer redet hier mit mir? Keiner?
Das war bestimmt ein Grünhut. Geschickt, um nach seinem Boot zu fragen. Ach, Kacke. Leider sind unsere Werkzeuge... Die waren ganz neu. Ja. Ich schau mich mal nach... Danke. So, ich dachte, weil das braucht hier so ewig, immer bis die hier reagieren. Ritzeratze, hübsche Segel. Wer hat denn... Wo kommt das her? Hast du auch was gehört? Wo kommt das her? Ja. Ich mach einfach mal weiter, wir werden das schon finden. Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Seltsam. Und verschlossen. Vielleicht ist der hier drin. Kann das sein? Im Haus? Ich weiß nicht. Wir gehen mal gucken. Ritzeratze. Hübsche Segel. Also sehen tue ich hier keinen. Kein Grünhut, wie auch mal der aussehen soll. Okay, aber der scheint wirklich draußen zu sein. Hier scheint er nicht zu sein. Hier sind wir ja irgendwie ganz woanders gerade wieder. Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier irgendwo noch weiterkommen. Ja, da kommen wir wieder zur Stadtmitte. Aber hier haben wir dieses Ritscheratsche nicht. Von daher, wo muss der hier irgendwo sein? Vielleicht doch bei dem Kürbis, aber wir haben doch nichts. Außer, gut, wir haben eine Hake und dieses Ding hier und einen Stock. Ich probiere mal gegen den Kürbis hier zu hauen. Ein Stock bringt hier nichts. Ein Stock bringt hier ja, nichts. Ja, nee, das wollte ich auch nicht. Da muss man nichts abzapfen. Der Hake einmal kräftig gegen vielleicht? Quatsch, da wird keine harte Hake gebraucht. Auch nicht. Oh, da haben wir ein Brett, okay. Ein verlorenes Stückchen Holz. Es wird alles gut. Wir finden deine Mami schon. Na, Jerry, ist klar. Aber jetzt hast du auch was gehört? Nee. Jetzt gerade nicht. Ich gehe mal zum Bienenstock. Ja. Das war bestimmt ein Grünhut. Guck mal. Das muss nicht mit Honig versüßt werden. Ach so, also wir können uns da quasi direkt Honig rausholen, oder was? Das muss nicht mit Honig versüßt werden. Honig klebt ja. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwas klebrig machen. Das muss nicht mit Honig versüßt werden. Und dann den Grünhut irgendwie... Ein Stock bringt hier nichts. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich versuche gerade irgendwas zusammenzureimen. Das muss werden. Hast du auch was gehört? Hatten wir den Zapfhahn? Ich glaube, den Zapfhahn hatten wir. Das muss nicht mit Honig versüßt werden. Okay, ich habe keine das Ahnung. Das war bestimmt ein Grünhut. Ich habe keine Ahnung. Quatsch mit Sägespäh. Ich könnte uns... mal so machen, ne? Ich vergesse das immer. Ah, ja, das macht Sinn. Ein kleines grünes Männchen mit Hut. Das ist wohl der Grünhut. Ich hab's ja gewusst. Da haben wir wohl doch einen Grünhut im Haus gehabt. Ach, sollen mich doch die Schlangen holen? Donner, Balken und Fliegenbissen, Hagel und Schlammmützen. Der sieht mich ja. Aber wenn ich die Luft anhalte, siehst du mich nicht. Na, dann halt mal die Luft an. Mal gucken, wie lange er das schafft, ne? Was? Halt! Oh nein, jetzt ist der Dieb weg. Au, oh, wir sehen aber kleine Fußspuren. Wir sehen kleine Fußspuren. Hier. Ha! Den werden wir jetzt folgen. Ja, ich vergesse das voll, ne? Mit diesem Ring immer, wenn ich eine neue Aufnahme starte, habe ich schon wieder voll verpeilt, dass wir Magier sind und hier, ne? Fußabdrücke führen in den kleinen Tunnel zwischen den Wurzeln. Kommen wir da auch durch? Nein, da passe ich nicht hindurch. Anstatt den kleinen Kerl zu verfolgen, könnte ich versuchen, ihm den Weg zu versperren. Und wie? Na, Brett davor nageln wird nichts bringen. Ich würde ja sagen, wir schieben den Kürbis davor, aber wie sollen wir das machen? Brett einfach dagegen lehnen bringt nichts. Ich glaube, ich brauche Werkzeug. Ich auch. Ja, Leute. Warum alle Werkzeug? Können wir das verbinden miteinander? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ein Stock bringt hier nichts. Ja, ich weiß. Ich hab's verstanden.
Aber die Hake bringt ja auch nichts. Da wird keine harte Hake gebraucht. Was für ein Werkzeug? Ihr hättet ja gesagt, die kleben das hier. Das muss nicht mit Honig versüßt werden. Okay. Na gut, dann lassen wir das erstmal und gucken weiter, bevor wir hier, ne? Vielleicht fehlt uns ja auch noch was, was wir erst finden müssen. Ja. Der kleine Mann in Grün. Da ist er wieder. Ja, aber jetzt haut er eklig wieder ab. Erst bei den Igeln? Und jetzt schon hier? Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Ich meine... Fahr zu Frau Holle, verflixter Wachtmeister. Sag ich ja, jetzt geht er wieder zurück. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Der war ja ganz schön sauer. Aber auf eine andere, auf einen anderen Weg. Ist ja beim Kanonier bestimmt. Aye, wir schauen erstmal, ne? Das sollen wir auch tun. Wild hinterher rennen bringt nichts. Nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Kirschenmaus Junior und Herr Kirschenmaus. Aha. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmaus und so. Glasaugen? Und noch viel mehr. Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was sie schon immer haben wollen werden und brauchen werden, obwohl sie nicht wissen, dass sie es wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Ich habe mal kein Geld. Was darfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Ich habe doch kein Geld. Also eigentlich brauchen wir das hier gar nicht. Auch ein Sirup, Käsekuchen und mit Walnüssen brauchen wir nicht. Actionfiguren, Superhelden? Nein. Gibt es zum draußen spielen? Nein. Ich habe kein Geld. Ich habe leider nicht genug Geld dabei. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden. Komm, ich bind dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Okay. Haben wir ein Pendel oder was? Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ. Danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Ich glaube, das könnte länger dauern, ne? Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und Sohn. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Ach, wie süß. Da haben wir auf das Bild geschaut. Wir haben noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Ja, nein. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Quatscht der Sohn auch so viel? Ich hoffe nicht. Er ist wohl eher der Schweigsame, glaube ich. Hallo, ich bin Jerry. Ja. Junior? Er ist der Schweigsamere von beiden. Keine Antwort. Obwohl er auch sehr lethargisch aussieht. Hallo. Junior. Lebt er überhaupt noch? Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr, aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Oh Gott, der redet ein bisschen sehr viel. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Verboten bei Kirchen. Ja, Glas und bei den nicht jetzt wieder der ganze Text. Ich habe doch nur den Sohn angesprochen. Alter. Ich muss das jetzt wegklicken hier, das geht auch viel zu lange, das ist die Folge ja gleich rum. Leute, macht doch nicht sowas mit mir. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Das kennen wir irgendwie auch schon. Hier sind die Fußtapsen. Was ist da? Was für eine seltsame Statue. Ich fürchte, dass die Maus gleich wieder anfängt zu reden. Gesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat.
Okay, ich Münze mit Loch am Band. Okay. Ich probiere das nochmal ganz kurz aus. Ja, okay, gut. Ich glaube, nichts weiter, nichts Außergewöhnliches weiter. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Er winkt mit dem Spazierstock. Ich glaube, der hat Angst, dass ich durchs Fenster ins Rathaus einsteige und drin über seine Bücher laufe. Würde ich nie machen. Zumindest nicht, solange mich dabei jemand sieht. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? So, ich frage mich, ob wir jetzt weiter hier, wie kommen wir denn da jetzt hier zur Stadtmitte? Ach, wir machen's mal. Sind wir quasi jetzt so einen Rundweg gelaufen? Ah, da sind wir. Okay, das trifft sich gut. Weil dann gehe ich mal hier hin und gucke, ob der grüne Grünhut-Zwerg-Typi hier irgendwo ist. Schauen wir mal. Nicht zu sehen. Vielleicht muss ich durchs Tor gehen. Vielleicht auch nicht. Nee. Vielleicht ist er wieder bei den Igelbrüdern? Ich weiß es überhaupt nicht gerade. Vielleicht sollte ich das eigentlich überall mal... Ah, da ist er. Überall mal probieren, wollte ich gerade sagen. Hier findet mich der Kleeblattkammer bestimmt nicht. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Jawohl, ich kann hier machen, was ich will. Okay. Jetzt haut er wieder ab. Schon wieder entkommen. Ich weiß nicht, wie wir den kriegen sollen, ganz ehrlich. Ich schaue trotzdem nochmal durch. Okay, ja, nichts Außergewöhnliches. Wo ist der jetzt da hin? Das bringt doch so nichts, oder? Nee. So, da waren wir ja quasi. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo der lang gegangen ist. Der Kobold. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Kobold. Ah, da ist er wieder. Lass mich in Ruhe, du Palm. Ja gut, und jetzt? Mein Kleeblatt kriegst du nicht. Will ich denn Kleeblatt? Ich will Werkzeug. Jetzt rennt er wieder durch das Loch da. Und das müssen wir irgendwie versperren. Damit der da nicht immer durchrennt. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das tun sollen. Hier waren ja jetzt die, genau. Da ist er jetzt wieder. Jetzt, ja, das dreht sich jetzt im Kreis, ne? Das ist blöd. Das kennen wir. Ich glaube, das geht jetzt unendlich weiter, bis wir mal... Jetzt ist er schon wieder. Bis wir mal das Loch auf jeden Fall zumachen. Theoretisch würde es ja eigentlich auch reichen, wenn wir uns Honig holen. Und den Honig hier auf das Kleeblatt tun, wollte ich sagen. Da weil ist der wieder. Ich drück das mal weg, weil, ne? Ich stehe auf seine. Ich. Ab, ab, ab. Genau, also theoretisch. Darf ich auch mal reden jetzt hier? Klappe. Also theoretisch, was ich jetzt eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, jetzt fängt der wieder an, da zu seufzen. Brauchen wir eigentlich nur Honig und Honig hier rauf schmieren, dann müsste er theoretisch eventuell daran kleben bleiben. Wenn der Honig so stark ist. Vorausgesetzt natürlich, ne? Aber wir haben nichts, wo wir den Honig raufschmieren können. Alles, was wir haben, hat da irgendwie nicht so funktioniert. Oder Juckpulver, Hagebutte. Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Naja, das Juckpulver da drin kann schon echt fies sein. Okay, keine Ahnung, Leute. Ich habe gerade keine Ahnung. Wir waren jetzt, glaube ich, so ziemlich überall. Haben diverse Aufgaben, die wir irgendwie nicht erfüllen können, weil um das Boot zu besorgen für den Typen, für den Wanderertypen, der hier hinten ist, hier da irgendwo, brauchen wir Werkzeug von den Igelbrüdern. Also damit die Igelbrüder an dem Boot weiterarbeiten können. Das Werkzeug haben wir nicht. Das scheint der Kobold geklaut zu haben, keine Ahnung. Den können wir irgendwie noch nur hinterherjagen, aber...
Irgendwie müssen wir den aufhalten und ich habe noch keine Ahnung, wie wir das tun sollen. Über die Brücke kommen wir nicht, weil wir Geld brauchen oder sonst irgendwas anderes, um den kleinen Humbert zu bestechen, weiß ich nicht. Ja, ihr merkt, ich habe einfach keine Ahnung. Und ich glaube aber, wir haben in dieser Folge schon wieder so viel erlebt. Es ist immer echt schwierig. Ich finde immer, wir schaffen gar nicht so viel. Andererseits haben wir doch wiederum viel erlebt, weil wir halt immer viel erfahren, viel sehen, viel uns anschauen, gerade bei den neuen Screens, in denen wir reingehen, ne? Und dadurch geht die Zeit von dem Let's Play, von einer Folge, immer so schnell rum, dass ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich gar nicht viel geschafft. So, und jetzt quatsche ich euch nicht weiter zu, sondern wir machen hier ganz gechillt in der nächsten Runde weiter, in der nächsten Folge meine ich natürlich. Und dann hoffe ich einfach, dass ihr mit dabei seid, dass ihr ein bisschen Spaß an dem Let's Play habt und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.